Herzlich willkommen, was Folge alles. 22 Nordfriesischer Marsch mit mir, Dimmark. Es geht weiter. Wir sind gerade hier fleißig am Baum fahren. Beziehungsweise Baum fahren lassen wir jetzt. Spontan würde ich sagen, dass wir doch da ganz gut hinterherkommen. Wir müssen jetzt dafür mal gucken, wo wir hin müssen mit dem ganzen Gerödel. Ich fahre jetzt einfach auch die Bahn immer hinterher. Ah, ich bin schon voll. Das muss man halt jetzt erst hier gucken, wo wir denn hin müssen. Mit den auf 41 sind wir ja gerade. Gärtnerei. Okay, also machen wir jetzt Transportstellung. Und sagen, dass du zur Gärtnerei fährst. Verkaufsstelle. Gut, dann machen wir den schon mal los. Dann läuft. Kurz bei der Spritze gucken, der ist gleich einmal rum. Dann läuft. Dann läuft hoch. Der fällt auch. Wo ist denn die Spritze? Auf welchem Feld ist sie denn? Achso, die ist hier hinten. Für 53 haben wir auch gesagt, dass wir da nochmal Nachschub holen müssen. Ja. Also. Fährst du jetzt erstmal wieder. Kaufen. Fahrzeughändler da. Ich will mich jetzt erstmal nachtanken, das kriegen wir gleich hier wohl raus, wo wir da wollen. Wir müssen das treuen dazu. Wer ist fleißig am Dünger streuen? Das ist so eine Aufgabe, die sie richtig schön machen. Dann machst du einfach voll, dann fährst zwei Felder ab und dann hast du wieder Geld auf die Tasche. Der sät auch, da müssen wir mal gucken, da müssen wir wahrscheinlich noch Saatgut hinbringen, aber hier sehen wir relativ gut, wo wir wohin müssen. Von daher machen wir kein Problem. Die Presse zieht ganz entspannt ihre Runden mit 17 km/h. Also John Deere läuft ganz gut davor. Ich denke, den können wir ganz gut, glaube ich, mal mitlaufen lassen. Das ist ganz praktisch, dass wir den dafür jetzt haben. Schwan läuft, Zetten läuft, Ballenpresse läuft und Wegbringen wird auch gerade erledigt. Fast Truck ist unterwegs. Das laden wir dann da hinten nach ab, die ganzen Ballen. Ich denke mal, dass wir doch schon relativ zügig sind. Wenn wir dann auf Dauer vielleicht nochmal einen Trecker überkriegen, vielleicht kaufen wir uns einen zweiten Umland. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal, wir müssen dann mit der Presse hinterherkommen. Ich denke mal, wenn wir grob überschlagen, 2, 4, 6, 8, ja, wie jetzt gerade, würde ich spontan sagen, nicht mal wieder voller Wagen, würde ich schon fast nennen. Von daher würde ich da uns schon zu 300 auf jeden Fall laufen. So, hier ist jetzt zweite Bahn, dann soll jetzt laufen. Ich denke, hier werden wir einzeln, einzeln, einzeln machen müssen, weil ich glaube kaum, dass wir hier zwei vernünftige Leute gleichzeitig auf dem Feld unterkriegen. Ohne, dass es in einem Chaos enden könnte. Ja, hören wir mal. Der Fahrstuhl ist auch schon da. Das ist schon schön. So, der läuft auch wieder. Da wird unsere Spritze Nachschub holen. Da wird gedüngt, ganz fleißig. Hier wird gesät. Hier wird ja ganz fleißig Ballen gepresst. Schön. Das Feld hat aber auch komische Ecken hier. Der Zetter kommt auch ganz gut voran. Der Schwader arbeitet sich auch schon ganz gut in die Richtung vor.
Muss man ja mal so sagen, wie es ist. 43% abgeschossen, er hat die ganzen Ballen abgeben, das bringt nachher. Wo ist der denn? Achso, der ist da hinten. Achso. Ach komm, das war fand aber. Scheißegal. Also ich muss ja schon sagen, wenn wir da mal ein bisschen dran bleiben. Ich finde das Roland-Ding ganz geil mit dem Autolot. Die 28 Ballen ist schon eine Ansage, würde ich sagen. Da kann man so nichts zu sagen. Wir machen jetzt erstmal die ganzen Aufträge durch. Wenn wir mit Mähen und so weiter durch sind, derzeit nehmen wir dann noch Düngeaufträge und so weiter, alles anders was mitlaufen. Der Spritzenauftrag ist der letzte. Das heißt, den werden wir jetzt gleich nochmal voll machen. Und dann muss der wieder weg. Dann muss der dahin weitermachen. Denn der ist dann, sind wir mit Spritzen so weit durch, haben wir keine Lohndienstleistung mehr. Dann kann der nämlich mit weg, dann kann ich Aufträge abgeben. Lohndienstleistung für 55,30% abgeschlossen, das ist doch schon schön. Was war die Taste nochmal für Arbeitsmodus? Z. Arbeitsstelle. B war es. Ja, für mich ist heute Donnerstagmorgen, ist Freitagmorgen, wird Marcel aufgenommen. Habe ich mit ihm schon abgeklärt. Es kann sein, dass wir, wenn ich morgen eine Season mache mit ihm, kann sein, dass wir dann für 2 Wochen voraufnehmen, das heißt 8 Folgen. Das entscheide ich aber dann morgen mit ihm zusammen. 4 brauche ich mindestens, 8 wären super, dann kriege ich 2 Wochen voll, dann ist nächste Woche nicht so stressig. Weil ich bin nächste Woche auch abends unterwegs und am Wochenende sonntags gar nicht da wahrscheinlich, da fahre ich morgens weg und komme dann, denke ich mal, spät nachmittags, vielleicht auch erst abends wieder. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das dann mache. Aber es läuft. Also hier, wir kommen doch ganz gut hinterher eigentlich. Mit dem Sammeln, mit der Presse. Na gut, wir sammeln halt auch ein gutes Stück jetzt weg anbauen. Vielleicht die Spritze nochmal wieder vormachen. Läuft der Hase ja schon. Relativ viel, das vielleicht fahren wir ja noch erst hier im Laden den auf. Ja.
mal weiter, dass wir für den nächsten Spritzenauftrag noch genug Material wieder das fleißig am Düngen. Der ist noch da. Der ist hier am Pressen. Der ist am Schwaben. Der ist am Mähen. Läuft. Genau, wie gesagt, Cosplay Autodrive habe ich abgedatet. Ich habe, wie gesagt, ich habe alles mal ein bisschen durchgeguckt gestern Abend, weil mich das ja so ein bisschen mit den Details noch ein bisschen. Aber ich denke, der beißt sich mit irgendwas anderem, da muss ich mal gucken. Vielleicht lasse ich ihn noch raus. Noch sind wir auf den nichts angewiesen. Aktuell haben wir noch einen relativ schönen großen Flugpark hier unterwegs. Von daher mache ich mir das auch gerade gar keine große Konkurrenz, beziehungsweise in der Ruhe liegt die Kraft. Genau, wenn wir mal gucken. Läuft ja doch wohl. Es läuft. Rückwärts und bergab, aber läuft doch. Was mich halt. Ich sitze auch das erste Mal seit langem in der Aufnahme wieder mit Jeets am Rechner. Das hat einfach Abend einfach der Zeit geschuldet. Weil keine Zeit war da. Oder, beziehungsweise, was heißt keine Zeit? Ein paar Sachen gemacht und so weiter, und dann jetzt Hause hat dann 8 noch gegessen und hier und da Kleinigkeiten. Jetzt bin ich gerade am Aufnehmen, so ziehst zumindest die restlichen noch frische Maschfolge fertig sind. Da will ich jetzt ja noch drauf hinaus. Das fährt der eigentlich im Kreis oder ist doch irgendwie fährt jetzt der Finger und es hat auch schon, oder auch schon komische Bahnen. Ich habe auch eins, ich habe 3 vorgewendete Bahnen, und dann ist ja auch schon. Ah, er hat kein Saatgut mehr. Na gut, dann können wir dann mal einen Nachschub für organisieren. Laden wir jetzt Saatgut und dann machst du das hier einfach alles. Eigentlich bräuchte ich das nicht, aber ich will jetzt da nicht hin und her tütteln und dann fehlt nachher hier, fehlt nachher das, fehlt nachher jenes. Das ist auch kacke. Was ich jetzt schon geil finde, das Stück hier ist endlich mal Wiese geworden. Aber war vorher auch Wiese, glaube ich. Ich habe da nur einen großen Platz rausgemacht. Glaube ich. Ich glaube, ich war derjenige, der vor. Der es versaut hat, würde ich es jetzt mal so spontan nennen. Nächste Folge rede ich darüber, glaube ich, so ein bisschen. Ich werde zwar keine Namen nennen, aber ich werde es mal grob umschreiben. Warum ich das machen möchte und so weiter, werde ich dann auch kurz erwähnen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ich glaube, das hätte. Achso, hast du gesagt. Ist gut, ich muss aber gleich wissen, dass der Herbizid-Typ wieder ans Rennen kommt. Weil der sonst still steht. Da müssen wir gucken. Guck mal hier, Säen läuft ja auf.
Natürlich mal rausfinden, wie weit er hier gespritzt hat auf dem Stück. Das findest du ja so nie im Leben raus. Ich bedanke mich, dran zu schauen. Wir schauen morgen wieder rein. Bis dann, tschüss.